So, jetzt laufen wir weiter den Gang entlang. Ich hole mir noch schnell die Waffenenergie, bevor sich die Tür öffnet. Ich hoffe, es tut nicht weh. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Und es tut kaum Energie verbrauchen, das finde ich auch besser. Okay, so, den Alternativmodus habe ich jetzt noch nie getestet. Der Geschütze. Wo? Wo? Ich glaube, ich jetzt den. Wo? Ist hier eine Bombe? Hau ab. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Ist das kaputt? Nee. Du darfst das aber auch nie, oder? Scheiße. Ist es jetzt kaputt? Jetzt ist es kaputt. Okay. Tja, jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Ist gut. Ich glaube fast, das ist unsere letzte Waffe. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Waffen. Ja, und dann wäre noch meine Taste 0 verfügbar. Ach so. Aha. Okay, Taste 0 ist Hand. Okay, das war wahrscheinlich unsere letzte Waffe, Leute. Ja, pff. Wie soll ich denn da hochkommen? Ist ja ernsthaft. Immer wenn ich keinen Plan habe, schieße ich einfach ein bisschen irgendwo noch. Wir müssen irgendwie dort oben hin. Darf ich jetzt hier hochspringen oder was? Nee, ich bin zu fett dafür. Okay. Soll ich hier was kaputt machen oder? Das sind doch, glaube ich, die Explosionskisten, oder? Filter auf Stufe 10 und Feuer. Ja, bringen die was? Konsole bringt nichts. Aber ein anderer Weg war jetzt ohne da. Ist das ein Fehler, so eine Handspring? Komm! Da ist dahinter eine geile Tür. Oh, shit, ey.
Sunny. Okay, das erste Mal, dass ich mich so richtig verlaufe. Okay. Hey! Ja. Unverlost, das war der Fenrichos hier. Er sieht schon so aus. Mit seinem bescheuerten Haarschnitt. Und der sich schon bewegt. Ist ja gar nicht. Den. Aber ich habe eine Idee, wie wir... Ist fantastisch. So. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ja, genau. Dann heftet er sich an die Wand. Das hat ja Unglaubliches geleistet. Nun mal den Kameraden. Ich bin ein Droide aus Star Wars. Aus Star Wars. Ach so. What the? What? Da ist noch ein. Das klingt wie R2D2. Okay, irgendein Energieblitz. Ich komme ja wahrscheinlich schlecht wieder hoch. Na komm, wahrscheinlich... nee, ich bin nicht so der Kerl für. Aber wir haben kaum noch eine... scheiß drauf. Schon allein deswegen hat schon wieder... Hä? Warst du? Ach nö! Ach so. Ach Mist. Ach, hätte ich nie gedacht. Ja. Ah, okay. Sorry. This is my Fehler gewesen. Hey, Kollege. Mir jetzt noch den da unten holen, aber ja. Da drüben. Hey. Exzellent, Monroe. Sie nähern sich dem Geschützrohr. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. What the hell? Ende der Folge! Nein, Scherz, noch nicht Ende der Folge. Zuvor geht mir der Kerl auf die Nerven. So richtig auf die Nerven. Halten Sie die Klappe. Und jetzt in den Freitod. So was muss einfach sein. So, Gegenmaßnahmen hieß das. Wieder Gegenmaßnahmen hieß das. Nee, das wären hier 5 Minuten und dann mache ich auch wieder Schluss. Hey, Vorsicht! What? Du hast mir doch... Ach, also, ziemlich langes Rohr, ne?
Bedeutet normal. To boldly go where no one has gone before. Keiner bestimmt. Na, ein kleines Plasmoleck. Sieht aber nicht aus wie ein Plasma. Oder es könnte sogar ein Plasmoleck sein. Wow. Vorsichtig, das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von ihren Knochen sengen. Großartig. Nee, diesmal nicht. Ja, ist die Frage, was macht das hier? Wahrscheinlich wirklich. Ihr wisst schon. Was soll's? Ja, so tödlich kann das jetzt auch wieder nicht sein. Okay. Hoffentlich wirkt das sich nicht aufs Endergebnis aus, dann am Ende. wenn ich so einen Mist mache. Ja, das hat man schon. Ja, und ich habe die Aufnahme aus Versehen kurz beendet. Ist jetzt aber auch nicht so wild. So, hochergistes Bioniker. Wow. Vorsichtig, das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von ihren Knochen sengen. Großartig. Ja. Das glaube ich weniger, wieso haben wir keine Waffe? Aber wir brauchen sich auch keine. Gut, hier Energie. Kommt von da. Da ist ein Steg. Da ist ein Fahrstuhl. Da ist ein Gang. Ich bin neugierig. Wir brauchen sicher eine Waffe. Die kommen sicher gleich wieder, die kleinen Viecher. Keine Ahnung, wie die hier überleben können, ey. Ach, die können ja eigentlich überleben, Handfaser kaputt machen. Hier machen wir ein bisschen hier kaputt, ne? Macht hier Licht, keine Ahnung. What? Nee, das. Okay. Okay, das ist mehr Schrotflintenmäßig. Die zielt überhaupt nicht. Und heute wieder Waffenkunde, Kinder. Heute testen wir einige Arten von Waffen aus an einer Selbstschussanlage. Das können wir hier vergessen. Die sicher auch. Bringt überhaupt nichts. Die ist wie eine Schrotflinte. Und was ist mit dieser? Ein Photon-Torpedo. Jetzt haben Kinder, so macht man Kollateralschaden. Totale Marsch. Und wir haben kaum noch Energie. Aber für den Spaß haben wir noch was. Was ist das? Irgendwas, aber hier ist nichts. Also Schutz. Das haben wir jetzt kaputt gekriegt. Okay, hier kommt das Ding durch. Das haben wir doch kaputt gekriegt. Oder? Das ist auch noch kaputt. Und wir haben, nee, wir haben keine Energie hier. Jop. Hey Monroe, was auch immer Sie getan haben, es hat funktioniert. Das Sicherheitsmaßnahmen. Das Gas strömt nicht mehr aus.
Da oben ist Energie, wir brauchen das. Und ich will so viel wie möglich von dem Schiff sehen, deshalb gehen wir da auch noch hin. So. Geht's euch gut? Okay. Epischer Kampf. Ich hab die. Und was sich da noch verbirgt, Leute, dies sehen Sie in der nächsten Folge von Star Trek Voyager Lead Force. Vom Doktor für euch und YouTube. Danke, dass ihr mir zugesehen habt. Bitte abonniert, kommentiert und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Die Sätze kennt ihr natürlich von allen anderen auch schon, außer ich wäre euer erster YouTuber, den ihr seht. Das wäre eine Riesenehre, das wäre sehr, da wäre ich sehr dankbar, aber so oder so, danke, dass ihr das zugesehen habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Doctor over and out. Tschüss.